Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within 2. Weiter geht's, und zwar mit der netten Lady hier, und wir haben noch ein paar Fragen. Ich hätte noch ein paar Fragen, bevor ich gehe. Genau, und die werden wir jetzt auch machen. Du sagtest, Myra sollte da bleiben und sich um Mobius kümmern. Aber wie? Sie setzt Stem gegen sie ein. Jeder bei Mobius hat einen Hirnchip, der es ermöglicht, den Stem ohne weitere Auswirkungen zu betreten. Der Chip erlaubt ihnen den Zugang und Vorteile, die normale Leute nicht haben. Und ihr habt euch diese Dinger einpflanzen lassen? Es ist nicht so, als hätten wir eine Wahl gehabt. Myra sollte ein Signal durch den Stem zurückschicken, das alle Mitglieder von Mobius über ihre Hirnchips ausschaltet. Wie eine ferngesteuerte Massenlobotomie. Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Wenn wir es nicht tun, bringt Mobius Lily zurück in den Stem und tötet uns alle wegen Ungehorsam. Es ist die einzige Möglichkeit. Okay. Kidman soll das ausgeheckt haben? Sie hat mich nach Beacon geschickt. Sie hat zugesehen, als Lily in den Stem kam. Es sieht ihr nicht ähnlich, Mobius zu verraten. Du bist ein Außenstehender, Sebastian. Du weißt nicht, wie Kidman wirklich ist. Sie musste ihr wahres Ich geheim halten, um nah genug heranzukommen und zuzuschlagen. Aber warum jetzt? Warum nicht, als sie den neuen Stem gebaut haben? Wir brauchen Stem, um das Signal zu senden, das Mobius erledigt. Als Lily als Kern ausgewählt wurde, beschlossen Myra und Kidman, dass es Zeit wäre, zu handeln. So wie es gerade läuft, könnte das unsere einzige Chance sein, es zu schaffen. Okay. Wie ist Theodore Wallace in all das hineingeraten? Theodore hatte die Idee, das Signal durch den Stem zu senden. Aber wenn ich so darüber nachdenke, wollte er wahrscheinlich nur selbst Mobius übernehmen. Verdammt, ich wusste, dass man ihm nicht trauen kann. Der Kerl ist allglatt. Das ist sein Ding. Er kann Leute von allem überzeugen. Uns hat er davon überzeugt, dass er uns hilft. Ja, ich kenne solche Typen. Die wirken immer so, als wären sie die besten Freunde, bis sie einem in den Rücken fallen. Gerade noch ertrank ich fast in einer Welle aus Blut in Theodors Höllenloch. Und plötzlich bin ich in diesem Haus mit dir. Ich verstehe nicht, wie du mich gefunden hast. Ich auch nicht. Ich habe bei meinem Unterschlupf nach Vorräten gesucht, als aus diesem verlassenen Haus eine Mädchenstimme kam. Ich habe nachgesehen. Nur war da kein Mädchen, sondern du, als hätte man mich zu dir geführt. Eine Mädchenstimme? Bestimmt Lily. Aber wie? Schwer zu sagen, wie oder warum hier drin Dinge passieren. Der Stem war schon vor ihrer Flucht unberechenbar. Aber jetzt? Ich mache mir schon lange keinen Reim mehr auf die Dinge. Okay, das heißt, Lily hat uns gerettet quasi, weil sie die nette Frau hier zu uns geführt hat. Gehe ich zumindest davon aus. Wir haben noch Loot. Loot, vor allem hier. Ich hoffe, es ist eine neue Waffe. Komm schon. Ah, leider nicht. Neue Bolzen. Frostbolzen bzw. Kältebolzen. Diese Armbrustbolzen friert Feinde ein, die von ihm getroffen werden. Die meisten zerbrechen dabei in 1000 Teile. Einige werden jedoch nur vorübergehend eingefroren oder sind gar nicht betroffen. Kältebolzen können durch Kombination von Verflüssigern und Schießpulver hergestellt werden. Okay. Den habe ich gesucht. So, Kaffee. Brauchen wir Kaffee? Wie viel Leben haben wir denn? Oh ja, wir brauchen Kaffee. Gib mir einen Kaffee, Junge! Erstmal Kaffee trinken. Draußen geht die Welt unter. Wir stecken hier im größten Höllenloch, das es gibt. Aber Kaffee regelt die Welt. Sehr schön. Bam, wieder komplett aufgefüllt. Nice. Da sehe ich gerade, wir haben nur 19 Schuss. Sollten vielleicht mal auch eine Handelbank, wollte ich gerade sagen, eine Werkbank aussuchen. So, gibt's denn irgendwas? Ne, hier war noch ein Buch. Torres Tagebuch. Dieses Tagebuch enthält Einträge in einer ordentlichen, femininen Handschrift. Der jüngste Eintrag lautet: Keine Ahnung, wie lange ich schon auf Myras und Theodors Rückkehr warte. Zeit im Stem, bla bla bla. Okay. Ihr kennt das Spiel, Leute. Die beschreibt wieder nur irgendeinen Quark. Wenn ihr es lesen wollt, drückt jetzt auf Pause. Aber meistens ist das schiefgegangen ist. In dem Fall sollte ich Hilfe. Ja, die wartet hier halt wartet auf Hilfe. So. Okidoki, dann gucken wir mal kurz auf die Karte. Und gehen auf Missionen. Und wir sind Kapitel 11, genau. Und sollen durchquere das Mark und finde einen Weg zurück zu O'Neill. Das werden wir auch tun. Inventar, Informationen. Ne, wir wollen auf die Karte und müssen mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Können wir nicht durch den Computer? Weil hier langlaufen müssen wir, glaube ich, nicht.
Sag mal, die hat doch hier bestimmt irgendwo einen Rechner, oder? Hat die ja einen PC? Das war zum Speichern. Stimmt, in der letzten Folge, da haben wir ja den komischen Priester, sind wir da begegnet. Der uns die Aquadusche gegeben hat mit Blut. Oh, hier gibt's gut Loot. Brauch eine Werkbank auf jeden Fall. So. Ich bin mal gespannt, wie viele Kapitel es noch gibt. Mir wurde gesagt 17. Mal sehen, ob das stimmt diesmal. So, hier kommen wir nicht weiter. Hier ist die Leiter kaputt. Okay. Dann nochmal zurück. Dann müssen wir vielleicht doch durch die Höhle da, was wir gerade auf der Karte gesehen haben. Aber dann haben wir wenigstens den Loot noch gekriegt. Ah, da haben wir den Spiegel. Ich weiß gar nicht, was mein Schleim angeht, aber da ist auf jeden Fall eine Werkbank. Das heißt, ab durch den Spiegel. So, dann gucken wir gleich mal, ob wir noch was ausrüsten bzw. aufrüsten können. Katze, du hast keinen Schleim für uns. Haben wir echt ein neues Dia gefunden? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Wir haben jetzt eine Woche nicht gespielt. Deswegen muss ich nochmal ganz kurz nachgucken. Aber ich glaube tatsächlich, wir hatten keins. Komm schon. Miau. Naja, ist ja gut. So. Gucken wir mal, wie viel Schlabberschleim wir haben. 16.000! Machen wir. Da gucken wir gleich mal nach. Und Nägel in das Hirn. Zack. Willkommen zurück, Detective. Irgendwann führe ich dich zum Date aus, sage ich dir. So. Haben wir eigentlich Schlüssel? Nee. Müssen echt mal auch nach den Schlüsseln gucken. Guck mal, wir haben voll wenig gefunden. So. Verbessern. Bei 16.000, da können wir doch ordentlich was schlabbern. Schlabberschleim. So, Heilung, List. Müssen wir echt nochmal durchgucken. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was hier wo war. Unauffällig. Deine Schritte verursachen weniger Geräusche, sodass Gegner... Ja, das ist aber Quark. Du bewegst dich schneller in geduckter Haltung. Das finde ich ganz cool. Weil wir wirklich oft geduckt laufen. So, bei Heilung kommen wir nicht weiter. Da können wir höchstens, du regenerierst schneller bei kurz vor dem Tod. Hm. Okay. So. Nahkampfangriffe, darunter Angriffe mit Waffen wie Messer und Äxte verursachen mehr Schaden. Rückstoß beim Schießen. Das Wackeln. Komm, dann nehmen wir das Wackeln auf jeden Fall. So. So, was haben wir bei Gesundheit noch? Bei Gesundheit können wir... Erhöht die Menge der regenerierten Gesundheit bei Heilung kurz vor dem Tod. Das ist halt voll dumm, das braucht man nicht. Oh, das brauchen wir aber da oben. Das ist nämlich steigert Leben. Nein! 12.000, okay, das sparen wir. Wir holen uns danach das Leben. Sie sind zurück. Neues Wissen erfordert neue Fähigkeiten für bevorstehende Gefahren. Wenn Sie mehr wussten als ich, hätten Sie es doch sagen und mir das Kopfzerbrechen ersparen können. Wenn ich's gekonnt hätte. Doch diese Reise müssen Sie alleine bewältigen. Aber ich bin nicht allein. Ich habe Hilfe gefunden. Torres, Hoffman, O'Neill. Sie werden sie begleiten. Aber die Entdeckung müssen Sie machen. Entdeckung und Selbstentdeckung. Das macht den Stem so faszinierend. Okay. Dann ab wieder zurück, beziehungsweise mal kurz an die Waffenbank, damit ich Bescheid weiß. Und zwar... Herstellen. Wir brauchen auf jeden Fall Pistol-Muni, aber eigentlich brauchen wir... Hey, ach doch, wir brauchen. Machen wir uns. So, Rauchbolzen brauchen wir nicht. Okay. Altverbesserung können wir noch kurz gucken. Da hatten wir ja alles voll bei Feuerkraft. Das Einzige, was noch wäre, wäre tatsächlich die Magazingröße. Weil... Ja, das machen wir. Zack. Weil die Pistole, die muss man immer ziemlich oft nachladen mit ihren 8 Schuss. Ja, Nachladezeit können wir uns sogar noch leisten. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen, ist auch ganz cool, aber wir machen erstmal hier Nachladegeschwindigkeit. So. Erstmal wieder die ganzen Waffenteile ausgegeben, sehr schön.
Jetzt haben wir noch 5. Richtig geil. Naja, dann wieder ab zurück. So, und jetzt, ja, gehen wir einfach weiter. Zeig mal kurz. Genau, Pistole haben wir ausgerüstet. Ach, hier war der Rechner, okay. Spritze haben wir hier auch noch. Schade, dass man die nicht, obwohl, dann weiß ich immer, dass man hier eine kriegt, muss ich mir nur merken. So. Ab zurück okay. Zu den Anlagen. Hoffen wir, dass das Markt noch da ist. Den. Müssen wir ja wieder stehen bleiben, dann geht's schneller da oben mit LED. Finde ich halt auch ein bisschen komisch. Sobald ich laufe, wird das langsamer. Hab ich so das Gefühl, ah, jetzt geht's schnell. Beam mich hoch, Scotty! Das mag. Anlagen. Dun, 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 dun. So, hier gibt's wieder Teile, sehr schön. Kannst du auch gerne mitnehmen. So. Okay, gibt's noch irgendwo Loot? Was ist das denn? Verflüssiger. Diese tragbare Verflüssiger-Einheit wird in Laboren verwendet, um Gase durch Kühlung zu verflüssigen. Okay, nice. Das brauchen wir für die Bolzen. So, wir sind in den Anlagen. Ich weiß gar nicht, waren wir hier schon mal? Also direkt in den Anlagen. Ich glaube nicht. Oder doch? Doch, ich glaube bloß in anderen Dings war, in anderen Gebieten. Das ist dieser Bunker, wo wir waren. So, jetzt sollen wir wieder Schalter drücken. Okay, das ist falsch. Was? Einfach alle? Auch nicht schlecht. Oh, was ist denn hier los? Sieht nach einem Ritual aus. Scheiße. Theodor muss hier gewesen sein. Vielleicht habe ich deshalb O'Neill nicht erreicht. Hoffmans Unterschlupf ist in der Nähe. Ich sollte mal nachsehen. Der ist tot. Hier haben wir einen Dia. Das müssen wir uns natürlich dann auch nochmal irgendwann angucken. Okay, das heißt schon wieder nichts Gutes. Hier kommt gleich wieder irgendein Quark um die Ecke. Sure. Er hat auch schon wieder Puls. Da war noch eine Spritze. Krass, wie viele Spritzen wir dann doch haben. Das müsste man mal updaten. Dass wir noch eine Spritze mehr tragen können. Natürlich folgen wir der Blutspur, wie immer, wie in jedem Spiel. Hoffman, sind Sie da? Natürlich ist Hoffman weg. Das war hier die Ishina-Tosi. Noch ein Signal. Was ist hier passiert? Liam? Bist du das? Liam? Bist du das? Warum empfängt mein Kommunikator dein Signal? Naja, ist doch egal. Wo bist du? Was? Das ist auf der anderen Seite des Labors. Das ist Sperrgebiet. Uns wurde verboten, dorthin zu gehen. Wir haben keinen Zutritt. Wie bist du? Okay, ich verstehe. Ja, wir treffen uns dort. Sei vorsichtig. O'Neill hat seinen Unterschlupf verlassen und sich in ein Sperrgebiet begeben? Das sieht ihm nicht ähnlich. Das hört sich super an, Sperrgebiet. Sperrgebiet hört sich total sicher an und da erwartet uns bestimmt keine Monster und nix. So. Die hatten wir uns schon mal angeguckt, glaube ich. Ist hier noch 9 Loot eigentlich? Nö. So. Ja, dann folgen wir ihr doch. Und gucken mal, was uns als nächstes um den Hals fällt. Lange, enge Gänge, das heißt nie was Gutes. Niemals!
Geile neue Tasche für Schrotmuni. Überall Blut hier. Natürlich stehst du auf. Oh, steh doch. Steh doch still, Jung. Wow, was? Alter. Den habe ich nicht gesehen. Ich war voll aufs Looten konzentriert. Erschreck mich doch nicht so. So. Junge, Junge, Junge. Versteckt er sich unterm Tisch? Kranker Irrer. So. Hast du noch irgendwas zu looten? Nö. Na gut, da Licht. Fahrstuhl fahren, geil. Boah, ist das hell? Wenn hier schon Tote liegen, heißt das nie was Gutes. Anscheinend haben sie hier zusätzlich gesichert. Geil. Da ist ein Spiegel. Piep, piep, piep. Der Schrotmuni. Aber wenn die hier schon zusätzlich sichern, dann wartet doch da irgendwas Gemeines auf uns. Computerdatei Sicherheitsprotokoll. Aufgrund der vertraulichen Art der durchgeführten Experimente haben nur Obvious Operatives. Beachten Sie, dass Ihre Freigabestufe Sie auch der Eintrittspapier zum Prinzip, bla bla. Wenn Sie in der Labor notwendigen Freigaben zu betreten, werden eine Obvious. Okay, wieder nur bla bla. Man sollte ja wenigstens wichtige Sachen hinschreiben. Warum bin ich jetzt hier reingegangen? Ach, Dia. Ich wollte mir das Dia angucken. Bin instinktiv da reingegangen und er wusste danach erst, was ich machen wollte. Verrückt. Verrückter Mongo. So, neues Dia. Wieder eins ausgelassen, leider. Kidman, ich bin's. Was hast du für mich, Sebastian? Mobius. Ein Name. Das war alles. Aber jeder Weg, dem ich gefolgt bin, führte in eine Sackgasse. Und jetzt erfahre ich, dass sie überall sind. Unerkannt vor aller Augen. Ich verstehe nicht, wie. Ich sagte doch. Du wirst Mobius nicht finden, wenn sie es nicht wollen. Es gibt sie schon eine ganze Weile. Sie wissen, was sie tun. Wir wussten, dass du gesucht hast. Wir haben dich beobachtet. Und wir haben dich immer aufgehalten, wenn du zu nah dran warst. Warum? Warum tun sie das? Menschen wollen geführt werden. Aber sie wählen, wer sie führt. Und Mobius will die Menschen nicht führen. Sie wollen sie einsperren. Ganz bewusst. Wenn sie schon alle Medien und Politiker in der Hand haben, sollten sie bekannt sein. Doch sie bleiben im Schatten, weil sie wissen, dass ihr Handeln kriminell ist. Wenn die Menschen die Wahrheit kennen, werden sie Mobius vernichten. Vielleicht ja. Aber wenn Leute die Wahrheit herausfinden, wer würde ihnen glauben? Ja. Eine Verschwörung lässt sich am einfachsten verbergen, wenn die Leute glauben, dass es sie nicht gibt. Da haben sie nicht ganz unrecht. Die Katze, guck mal, die hat wieder was für mich. Danke, Kätzchen. Noch was? Nee. Fein gemacht, ja fein. So. Geheimlabore. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da auf uns lauert. Boah. Das erinnert mich voll an Resident Evil. Gleich kommen die Laserstrahlen, ich sag's euch. Wobei, ich muss ja dazu sagen, ich war sehr enttäuscht von dem Ende von Resident Evil, von dem allerletzten. Ich glaube, der dieses Jahr, kam der dieses Jahr? Ich glaube, Anfang dieses Jahres kam der. Diese ganzen Tanks. Was ist das? Ich weiß halt ja gar nicht, ob wir das überhaupt wissen wollen. Da sind nämlich lauter Monster drin.
Und die kommen bestimmt gleich raus. Ob raufschießen bringt nichts. Ist auch schon eins abgehauen, oder was? Hier ist Schlabberschleim. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt machen die auch noch... Experimente an Menschen. Hier werden die Viecher gezeugt, oder was? Wenn ich mir das so angucke, sieht das schon stark danach aus. Werden sozusagen aus toten Leuten so eine Viecher gemacht. Was haben Sie in diesem Labor gemacht? Und warum wollte mich Liam hier treffen? Einheiten Zerebralschiff erkannt. Zutritt gesichert. Na geil, da komme ich natürlich nicht rein. Ohne einen dieser Chips komme ich nicht weiter. Es muss hier doch irgendwo einen geben. Na geil. Ich will irgend so ein Vieh töten. Oh, wie er gespawnt ist, habt ihr gesehen? Das war jetzt ein bisschen fail. Anomalien bei STEM-Integration. Wir beobachten neue, unerwartete Nebenwirkungen der STEM-Integration bei bestimmten Bewohnern von Union. Die Symptome fangen unscheinbar an. Kurz, mentale Zusammenbrüche ausgelöst durch rudimentäre Gedächtnisüberlagerungen. Betroffene Einwohner überleben ihre alte Erinnerung wieder durchleben. Okay. Schneller wie irgendwie kleine Brüche zu verstehen von. Okay. War es hier nicht so ein Chip drin in seiner Rübe? Wo bist denn hin, Kollege? Der ist da einfach gespawnt oder ist von oben runtergefallen. Das kann natürlich auch sein. Habe ich jetzt nicht so gesehen. Frage ist, ist das der einzige? Oh, Alter, natürlich ist es nicht der einzige. Schrei mich nicht so an. Komm schon. Sehr schön. Flatsch. Flatsch. So. Komm ich nicht rein. Da war doch gerade noch irgendwo was. Da. Okay. Von hier kam der Sausack. So, hier ist wieder irgendwo was, weil sonst hätte er nicht so einen Puls. Schlabberschleim. Und Akte. Das Phänomen verbreitet sich weiter. Wir nutzen den Laborflüge im Markt. Nun Studien des Phänomens. Verbreitung der Einwohner schnell, brutal und leise. Sie haben jegliche Ähnlichkeit mit dem menschlichen verloren. Personen als sogenannte Verlorene. Die Verlorenen.
Nicht Beißer, nicht Zombies, das sind die Verlorenen. Wir haben festgestellt, dass sie in der letzten Phase vom Metamorphose denken, verfolgt zu werden. Für ihre Verwandlung. Es ist weder ein Virus noch irgendwelche Bakterien. Naja. Dazu stimmen soll. So. Wo finden wir jetzt den Chip? Schibbel die Chip. Ist überall ist hier Zeugs. Was? Der ist vom Tisch gefallen. Haha. So. Da hinten geht's nach oben. Der hatte Schießpulver im Hintern. Ist der tot? Ah. Der ist und bleibt tot. Gucken wir mal weiter. Ich glaube, sie hat Schmerzen oder so. Hört sich nicht gesund an. So, gucken wir da erst nach oder gehen wir hier rein? Wir gehen da rein. So, da liegt schon wieder einer auf dem Boden. Ich glaube übrigens mittlerweile, das hat mir noch keiner beantwortet, dieser Ausschlag, dieser Puls, der rote, heißt, dass ihr Gegner in der Nähe sind. Oder irgendwas. Von Unions Bevölkerung hat mich bereits gemacht. Unsere Anstrengungen waren umsonst. Der Kern entkam vor weniger als einem Tag. Nach nur wenigen Stunden erhielten wir Berichte über immer mehr Verlorene. Sie sind jetzt überall. 20% von Unions Bevölkerung hat sich bereits verwandelt. Und sie jagen und töten alle, die noch am Leben sind. Es ist ein Albtraum. Wenn das so weitergeht, ist in 2 Wochen keiner mehr da. Wir haben den Kontakt zu Mobius verloren. Wir sitzen hier fest. Mit Verlorenen. Es kann nicht mehr gestoppt werden. Das ganze Union-Experiment wird scheitern. Wir sind alle verdammt. Tut mir leid. Dass die immer so rumheulen müssen. Das wird wieder. Oder auch nicht. Aber das müssen wir eher nicht sagen. So. Verbesserte Tasche für Spritzen. Nice. Sehr schön. Jetzt haben wir aber immer noch keinen Chip. Ich könnte ja fast wetten, dass dieser Chip irgendwo bei einem Boss ist. Bei einem Big Boss. So Leute, aber bevor ich jetzt weitergehe und gucke, wo der Chip ist, machen wir erstmal einen Cut und sehen uns zur nächsten Folge, sonst wird es leider zu lang. Dann bis morgen. Tschüss. Wir haben dasselbe Ziel, Sebastian. Wir können einander helfen.